Hier ist Ranja und herzlich willkommen zum Mobile Game Montag. Und zwar spielen wir heute BitLife. Es ist so eine Art Lebenssimulator. Also man geht durch das Leben und trifft Entscheidungen. Und je nachdem, was man auswählt, kann man mehr oder weniger ein erfolgreiches Leben führen oder ein Leben in Armut führen und sterben. Also wir werden sehen, was wir heute kriegen. Und ja, ich meine, es ist ein bisschen Glück dabei, aber es ist auch viel Entscheidung, ha? Huh? Also schätzen wir mal. Ich bin gespannt, was wird. So, wir starten ein neues Leben. Wir sind David gerade geboren und nicht unbedingt der Allerhellste, aber gesund, froh und im Aussehensdepartment sind wir noch nicht ganz perfekt. Aber wir können uns natürlich noch weiterentwickeln. Meine Mutter ist Anna Kaiser, sie ist Barkeeper, 37 Jahre alt, okay. Und mein Vater ist 22. Alles klar, interessant. Okay, sie haben einen Hund, der heißt Sherry. Es ist Abendessenzeit und meine Eltern wollen mir schon wieder einen Löffel von meinem wenig liebsten grünen Pumpschleim in meinen Mund stopfen. Der Löffel nähert sich meinen Lippen. Was machen wir? Essen, Wein oder den Löffel wegschlagen? Ich bin ein motziges Baby. Ich schlag den Löffel weg. Okay, ich bin 2 Jahre alt. Nach wie vor dumm wie Stroh. Oh, Halloween! Meine Eltern fragen mich, was ich für Halloween sein möchte. Ich ziehe mich nicht an für Halloween. Ich bin 2. 3. Wir sind schon wieder auf Halloween-Jagd. Und während ich in meiner Nachbarschaft nach Süßem oder Saurem frage, komme ich neben einer Schüssel voll Süßigkeiten und einem Schildchen vorbei, auf dem steht, man darf ein Stückchen nehmen. Was mache ich? Nehme ich eine Handvoll? Nehme ich die ganze Schüssel? Oder nehme ich ein... Ich bin gut erzogen. Ich möchte smart werden. Und ich denke, das wird mir dabei helfen, okay? Ich will nicht auf meinen 6% sitzen. Das ist ein Trauerspiel. Ist immer noch auf 6%. Egal, wir können noch weiterarbeiten, okay? Wenn wir nicht schlau werden, dann können wir alles in unsere Looks investieren und können vielleicht ein bisschen Schönheitschirurgie machen. Sherry, mein goldener Retriever, trinkt Schokomilch aus meinem Glas. Ich bin 7. Meine Schokomilch ist mir heilig. Ich brüll sie an. Dummer goldener Retriever. Effectiveness hält sich leider in Grenzen. Meine Smarts sind wieder gesunken. Okay, ich bin auch nicht mehr so zufrieden. Ich weiß gar nicht, warum. Du bist von der Schule nach Hause gekommen und Cherry ist geflohen. Wahrscheinlich, weil ich sie vorhin angeschrien habe wegen der Schokomilch. Ich suche sie. Ich mag meinen Hund. Oh, ich habe ihn wiedergefunden. Ich habe meinen goldenen Retriever auf der Straße gefunden, wie er mit einem Aktivisten kämpft. Naja, gut. Okay, meine Smarts sind auf 4%. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, Leute. Es kann nicht sein. Ich habe 4%, ich möchte aus der, ich habe 4% Intelligenz, okay? Eltern, Mama, Papa, bitte, bitte, lasst mich aus der Grundschule raus. Okay, meine Eltern wollen mich nicht aus der Grundschule rauslassen. Das ist super ärgerlich. Okay, meine Eltern lassen mich die Schule nicht abbrechen. Ich habe 4% Intelligenz, okay? Es kann nicht sein, es kann nicht sein. Ich probiere es nochmal. Okay, wenn ich schon nicht aus der Schule rausfliegen kann... Dann versuche ich es wenigstens, okay? Ich gebe mir Mühe. Ich bin jetzt 7. Ich muss jetzt mal für die Schule lernen. 4% bringt mich nicht weiter. Ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Seht ihr das? 0. 0. Okay, wir fragen mal unsere Eltern. Ich bin jetzt 7 Jahre alt, ja? Ich habe ein gut... Oh Gott, ich habe ein schreckliches Verhältnis mit meinem Hund. Ich werde ein gutes Kind, okay? Vorher habe ich mich ein bisschen schlecht verhalten, aber ich gebe meinem Hund ein Leckerli. Mag sie nicht. Schade. Okay, dann versuchen wir es mal mit unserer Mutter, ja? Anne. Anne ist schon ein bisschen älter, okay? Das heißt, sie ist bestimmt reich. Also fragen wir sie mal, ob sie uns Geld geben kann. 2 Euro. Okay, 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 okay. Das ist okay. Mein goldener Retriever Sherry hat ein Sandwich aus meiner Hand essen wollen. Was machst du? Okay. Sherry? Sherry, ist es nicht okay. Erst die Schokomilch, dann mein Sandwich. Macht es nicht mehr. Ich trainiere sie, es nicht mehr zu tun. Es hat funktioniert! Also, nicht unbedingt, aber... Es ist deutlich besser als letztes Mal. Meine Intelligenz geht immer weiter runter. Ich bin auf 3%. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber keine Sorge, auch dumme Leute können Geld verdienen. Sehr viel. Ja, das ist mein Plan. Und dann investiere ich alles in mein Aussehen und, suche mir vielleicht eine reiche Frau oder eine erfolgreiche Frau oder was auch immer, ja? Ich kann trotzdem erfolgreich im Leben sein, ja? Meine Intelligenz wird mich nicht zurückhalten. Wir lernen viel für die Schule.
Cherry ist gestorben. Nein. Sie war 11 Jahre alt. Oh nein. Und ich bin auch noch krank. Na, ganz toll. Ganz super tolles Jahr. Happiness 0%. Ich bin unglücklich. Ich bin so unglücklich. Mutter, ich habe meinen Hund verloren und ich bin krank. Geh wenigstens ins Kino mit mir. Meine Mutter hat mich ins Theater mitgenommen. Ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst, okay? Ich bin immer noch bei 0% Glück und jetzt habe ich nur noch 2% Intelligenz. Dankeschön, Mutter. Ich wurde mit Depressionen diagnostiziert. Kein Wunder bei der Familie. Ganz ehrlich, kein Wunder. Ich gehe zum Arzt. Okay, Dr. Leonard Schwartz sieht, dass ich zwei Krankheiten habe. Wir versuchen es erstmal mit der normalen Krankheit. Das hat leider nicht geklappt. Ich habe immer noch Sickle Cell Disease. Ich weiß nicht genau, was das ist. Wir versuchen es nochmal. Ich gehe zu Sophia Einstein. Vielleicht ist Dr. Leonard Schwartz einfach dumm. Immer noch nicht. Ich habe immer noch meine Sickle. Was ist denn Sickle Cell Disease? Oh, wir haben Sichelzellenanämie. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, das habe ich in der Schule gelernt. Oh, wir haben Sichelzellenanämie. Das ist überhaupt nicht gut. Kein Wunder, dass ich. 0% Intelligenz haben wir. 0%. Okay, versuchen wir es nochmal. Wir sind 11. Okay, ich bin auf der Suche nach dem perfekten Kürbis. Auf einmal sehe ich, dass irgendwas übers Feld fliegt. Wie reagiere ich? Okay, ich habe 0% Intelligenz. Was mache ich? Ich gucke es mir näher an. Es war ein Bettlaken, was im Wind geflogen ist. Wow. Okay, mein Leben ist furchtbar, okay? Ich bin hässlich, ich bin krank, ich bin dumm und unglücklich bin ich auch noch. Wir müssen nochmal zum Arzt gehen, okay? Es hat letztes Mal nicht geklappt. Aber wir können nicht so früh sterben. Leonard, bitte. Sichelzellenanämie. Heil mich. Schon wieder nicht. Ich bin immer noch krank. Frau Einstein, bitte, 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 bitte. Helfen Sie mir mit meiner Sichelzellenanämie. Schon wieder kein Glück. Okay, vielleicht kann sie was gegen meine Depression machen, weil langsam wird es ein Problem. Kannst du mir bei meinen Depressionen helfen? Auch nicht. Okay, langsam habe ich das Gefühl, es wird nichts mehr. Ich versuche es nochmal bei dem anderen Arzt. Okay, es ist unmöglich. Wir können nicht gewinnen. Wir versuchen wenigstens ein bisschen für die Schule zu lernen. Weil sonst habe ich ja nichts im Leben. Ja, sonst habe ich nichts. Ich unterhalte mich nochmal mit meinem Vater. Wir verstehen uns nicht mehr so gut, weil ich weder schlau bin noch sonst irgendwas. Aber ich versuche eine Konversation mit ihm zu führen. Mein Vater und ich hatten eine Unterhaltung darüber, ob Adam Sandlers lustig ist oder nicht. Und wir waren uns halbwegs einig. Ich fand, er ist ziemlich lustig. Aber mein Vater hat gesagt, aber 4%. Okay, das hat mich fröhlich gemacht. Das ist schön. Okay. Okay, es ist Zeit, auf meinen ersten Schulball zu gehen. Ich stehe auf ein Mädchen, die Pia Klum heißt. Aber sie ist ganz schön außerhalb meiner Liga. Ich habe 0% Looks. Oh, nee, ich habe 34% Looks. Ich bin nicht so hässlich, aber ich bin Dummbrot. Und, ich bin auch nicht besonders. Hey, wisst ihr was? Ich bin so unglücklich. Selbst wenn sie Nein sagt, ich kann nicht unglücklicher werden. Wir versuchen es. Pia Klum möchte nicht. Okay. Okay. Wir gehen nochmal zum Arzt. Wir versuchen es. Bitte, Dr. Leonard Schwartz. Tu was gegen unsere Sichelzellenanämie. Nein, kein Glück. Dr. Sophia Einstein. Bitte, tu was gegen meine Depression. Kein Glück, Gott im Himmel, das ist ja schrecklich. Ich lerne für die Schule. Ich meine, es hilft mir nicht, es hilft mir nicht. Vielleicht mache ich irgendwas, was mich glücklich macht. Und ich habe eine Konversation mit meiner Mutter. Und meine Mutter ist auf jeden Fall auf meiner Seite, was Adam Sandler angeht. Sie findet ihn nämlich super lustig. Ich auch, mein Vater ist ein kleiner Kritiker, aber er wollte nett sein. Deswegen haben wir noch ein halbwegs okayes. Oh Gott, meine Stats. Okay, wir versuchen es nochmal. Ehrlich? Ehrlich? Wir sind schon krank. Wir sind schon so krank. Okay. Kriege ich alles auf null?
Kann mein Aussehen noch schlimmer werden? Kriege ich noch irgendeine Krankheit, die mein Gesicht vielleicht mutiert? Das wäre doch mal ein Ding. Okay, Leute, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Wir sind jetzt 13 Jahre alt und es läuft überhaupt nicht gut. Ich lerne nochmal für die Schule, weil das Gefühl das Einzige ist, was nicht schief geht. Aber ich weiß nicht, ob mich das irgendwo rettet, weil alles kritisch niedrig ist. Oh, wir können vielleicht... Okay, vielleicht rettet mich das. Okay, mein neuer Plan ist, ich muss irgendwie gesund werden. Das heißt, wir suchen uns irgendeinen Job. Für keinen der Jobs bin ich qualifiziert, außer für den Zeitungsaustragejob. Ich versuch's, okay? Sie wollen mich nicht. Kann ich vielleicht Babysitter sein? Ich hätte gerne 10 Euro die Stunde. Niemand möchte mich als Babysitter. Okay? Okay. Mama, Papa, bitte, 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 lasst mich einfach aus der Grundschule raus. Meine Eltern wollen mich nicht aus der Schule rauslassen, okay. Mein Leben ist schon hart genug. Ich bin gestorben mit 14. Ich bin an Komplikationen von der Sichelzellenanämie gestorben. Ich hatte 3 Euro und bin 14 Jahre alt geworden. Das war's mit dieser Folge Mobile Game Montag. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr nochmal BitLife sehen möchtet, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich stelle mir das relativ lustig vor, vor allem, weil man ja sieht, dass es nicht unbedingt immer das Gleiche ist. Wir waren jetzt relativ unlucky. Ups. Aber vielleicht haben wir ja das nächste Mal mehr Glück. Wenn ihr es noch nicht tut, dann abonniert gerne meinen Kanal für mehr solcher Videos und macht's gut. Bis morgen. Ciao.